Petra, du hast ja die ersten 15 Jahre deines Lebens in einer Diktatur gelebt, in der heutigen Tschechoslowakei. Ist das eigentlich, Genau, Olli, das hast du richtig erkannt, in ist der das, heutigen Tschechoslowakei. Ja. kannst du schon so ein paar Parallelen feststellen? Ja, natürlich, natürlich. Also das ist, aber ich sage das eigentlich bei meinen Vorträgen seit 3, 4 Jahren, dass die Stimmung in der Gesellschaft hier in Deutschland sehr der Stimmung in der Gesellschaft Ende des Kommunismus im Ostblock ähnelt. Und immer wenn ich das erzähle und also im Publikum sitzen Menschen aus der ehemaligen DDR oder aus Polen oder Russland, Deutsche, die springen immer sofort auf und sagen, ja, genau so ist das. Und die Leute, die in Westdeutschland sozialisiert sind, die gucken mich dann mit riesengroßen Augen an und sagen, Herr Bistron, das können Sie doch gar nicht sagen. Hier bei uns in Deutschland, wie im Kommunismus. Ja, aber das ist so und es merken immer mehr Menschen mittlerweile, ja, dass es ist nicht 1:1, aber es ist diese Atmosphäre, das meine ich damit, dass die Menschen wissen, erstens, das, was uns offiziell erzählt wird in den Massenmedien, das ist nicht die Wahrheit. Ja, damals im Nicht Kommunismus, immer. ja. Aber ich meine, das Gefühl, ja, dass ich abends die Tagesschau einschalte und man erzählt mir da etwas von irgendwelchen Nazis und Querdenkern und rechtsradikalen militanten Gruppen. Und ich war Tag vorher da einfach mal ganz friedlich mit irgendwelchen Müttern mit Kinderwagen spazieren gegangen und sage, hey, was ist das da? Ja? Eine virtuelle Realität, die komplett entkoppelt ist von dem, was man tagtäglich erlebt. Ja? Früher im Kommunismus war das halt, ja, abends in den Nachrichten, wir haben den Fünfjahresplan zu 104% übererfüllt, alles super. Und bist dann am nächsten Tag in den Konsum gegangen, da gab es kein Klopapier. Ja? Und da wusstest du, okay, hier stimmt was nicht. Das ist ja der Ja? Unterschied. Das ist ja der Unterschied zu früher in diesen Ländern. Die Leute wussten, dass sie verarscht wurden. Das wussten alle. Alle. Hier wissen Ja, es aber jetzt hier wissen das auch immer mehr. ja immer mehr, aber noch längst nicht alle. Noch längst nicht Naja, alle. zum Beispiel alle, die sich in der ersten Welle haben impfen lassen, die wissen jetzt, dass sie verarscht wurden, weil sie Das eben sehen nicht die aber nicht immun. so. Ah, Das sehen ja. die. Nein, der Mensch, viele Menschen wollen auch kein Irrtum eingestehen. Ich sehe das auch. Mein Bruder ist das beste Beispiel. Wenn ich dem sage, Mensch, die haben dir doch am Anfang erzählt, einmal impfen reicht, fühlt sich nicht verarscht. Ach was, das habe ich von vornherein gewusst. Das ist doch mit der Grippeimpfung genauso. Die ist doch auch einmal im Jahr. Also die meisten wollen das nicht wahrhaben, dass sie verarscht Na wurden. Das ist ja gut, auch nur aber menschlich. gut, das ist natürlich ein bekanntes psychologisches Phänomen, dass man sich das nicht eingestehen will, nicht? Aber unterbewusst wissen das die Leute. Und wenn wir es schon vergleichen, natürlich gab es auch im Kommunismus Leute, die gesagt haben, na ja, gut, dann gibt es halt heute kein Klopapier und morgen, aber mir reicht es, wenn alle 3 Wochen mal hier was angeliefert wird, nicht? Dann kaufe ich mir halt auf Vorrat. Ja? Also man kann sich natürlich der Realität verweigern. Aber ich denke, dass immer mehr Menschen das erkennen. Man sieht das ja auch an den Protesten. Also die stärksten Proteste oder die größte Masse ist natürlich in den ehemaligen DDR-Ländern, weil die Leute da schon diese Diktatur erlebt haben, dieses Erlebnis hatten und die sagen, verdammt nochmal, deswegen bin ich 89 nicht auf die Straße gegangen, um das hier das nochmal zu bekommen.